Nein! Niemals! Niemals! Könnt ihr mir nicht sagen, dass das real war? Ich glaub das nicht. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Schauen wir noch einmal jetzt ein paar Memes uns an und dann geht's rüber zu Dena. Das ist der Igel hier, Freunde. Gönnt euch den Igel? Der Igel schneidet die Videos. Mega gut. Und er ist auch immer glücklich. Ein süßer kleiner Bratz ist das. Sein Feini, bist du gut geschnitten hier. Gut gemacht, die Videos. Kriegt ein Like, der Igel. Wir sind Igel-Ego. Und schauen wir mal, was der Igel jetzt uns vorbereitet hat dieses Mal. Okay, da sind wir auch direkt bei den Fails jetzt. Das ist seine Mission einfach. Ganz kurz seine Mission. Oh, ich beeindrucke die Frau jetzt so. Nee, doch nicht. Ich üb das erstmal. Also ich krieg das hin. Oh! Ja, das ist funny. Das ist auch funny. Was ist das für ein Glow-Up gewesen? Boah, die Qualität war so scheiße. Der Igel hat schlechte Qualität leider immer. Manchmal. Also manchmal hat er. Digga. Ey, warum mache ich das nicht mit Thomas einfach mal? Boah, Alter. Macht Windmills. Oh nein. Das geht nicht gut. Ah! Digga. Was geht mit dem, der raucht die Zigarette noch parallel? Was ist einfach für ein Hero? Nee, warum klebt die so? Das muss ich mir nochmal anschauen. Das finde ich krass. Das sind so Skills, da frage ich mich immer so, Mama, warum hast du mir das nicht beigebracht? Guck, gönnt euch das einfach. Der raucht die rückwärts. Zack, links, rechts. Und er trinkt einfach? Nein. Nein! Niemals! Nie fucking mal! Könnt ihr mir nicht sagen, dass das real war? Ich glaub das nicht. Ich bin kurz davor, sehr abergläubig zu werden. Ich gehe kaputt. Ich traue niemandem mehr. Das kann nicht fake, das ist nicht fake. Es ist real. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was in diesem Mund passiert. Ich will's auch nicht wissen. Aber der raucht ja manchmal, da kommt der Qualm raus. Nee, das ist nicht mal eine Fake. Okay? Yalla. Ja. Ah, bei einem ist Wasser drin. Boah, lilane Farbe, Alter. Mashallah, das ist nicht cool. Boah, so. Boah, der ist sauer. Sauer ist er. Boah, der ist richtig sauer. Ich glaube, ich wäre auch sauer. Ich bin gerade im Urlaub angekommen hier. Okay, Urlaub mache ich bestimmt nicht gerade, aber. Nee, fände ich scheiße, wenn das jemand machen würde. Thomas, lasst gar nicht erst einfallen. Aber funny. Wenn es anderen passiert, funny. Nein! Wow! Bro! Der war ein Frosch. Ganz klein und schnell und ganz klein. Der war wieder weg. Könnt ihr euch den Frosch? Frosch ist da? Frosch ist weg. Der arme kleine Frosch, Alter. Dem ist ja nichts passiert. Ist ja kein Flammenwerfer gewesen. Was denkt sich der Frosch, Alter? Oh, hi, Wal, Alter. Tornado aus dem Nichts auf einmal. Für den einfach so. Wie ist es für den Frosch? Er denkt sich nur. Eat. Ey, Staubsauger wäre richtig bitter gewesen. Staubsauger, da hätte ich gesagt, no, nicht cool. Aber so Laubbläser passt. Funktioniert nie, glaub mir. Es funktioniert auch im Club nicht, glaub mir. Ich spreche aus Erfahrung. Jesus is coming. Are you ready? Okay, Jesus kommt. Jesus Christ kommt jetzt. Wait a second, warum ist es so kurz? Ich habe so viele Fragen. Warum ist er so aggressiv am Rennen? Warum? Jesus is coming. Are you ready? Mann, ich will es weiter gucken. Ew, Angus. Alter, einfach Coneheads. Kennt ihr Coneheads? Das ist ein alter Film.
das Conehead. Der hier. Digga, ist ein alter Film. Aber es ist lustig. Als kleines Kind habe ich diesen Film gesehen. Er hat mega Angst damals. Aber es ist irgendwie lustig gewesen. Einfach Conehead. So sieht dein Mund aus. Schon ein bisschen ekelhaft. Naja, wir machen weiter. Okay, someone put their fursona pointing a gun at me and said, show us what's inside the fridge, Wayne. You want the truth? You want the truth? You want the fucking truth? There is the fridge! Ich dachte, aus dem Kühlschrank. It's never real. Oh! Was soll das? Bestes Video, Alter! Digga, das kam so unerwartet. Oh Gott, Alter, ich kann mich nicht kratzen oder sonst oder meine Tränen abwischen, weil mein fucking Rücken so wehtut. Alter, das ist der Inbegriff von Instant Karma, Freunde. Das geben wir uns auch nochmal schön in Ruhe jetzt hier. Boah, richtig weggegrätscht, Alter. Cool, wieder aufmuckt. Ist schon niedlich. Oh my God, don't do it again. Don't. If you in 2020 and your dog ain't typing your papers, you ain't living right. I get my dog to proofread my shit. I get my dog to analyze my shit. You know what I'm saying? You see him? He's saving it. He's saving it for me. He running it through the algorithms. That's what I do, man. My boy, man. Self-taught. You know what I'm saying? Number one K9. Bester Flex ever. Professor Pitt. Sehr cooler Hund. Holy moly. Boah, Digga, was geht denn ab in manchen Welten, Alter? Was ist das denn für ein Szenario? Was ist denn da passiert? Warum haben die hier so einen Schimpansen bei sich? Warum? Wieso? Weshalb? Und wie lange noch? Und was trinkt der? Ein Orang-Utan. Boah, bitter. Sehr bitter, aber auch sehr smart. Aber komisch, dass er es nicht gemerkt hat. Dude, that's literally like so loud. What the fuck? Einfach eine Piñata. Piñatas, ne, du haust kaputt, dann kommt da halt was raus. Ich weiß nicht genau alles was so, ich bin damit nicht so ganz vertraut so. Aber ich habe es selber noch nie in meinem Leben gemacht. So, wir hatten mal auch eine Piñata, die haben wir da einfach irgendwie aufgehauen. Die haben wir irgendwann mal gekauft, aber dann war irgendwie so ein Pferd oder sowas. Aber so richtig so in so einem, mit diesem ganzen Event, Piñata schlagen, so ein Piñata draußen am Baumfest, das habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht, ist das so ein Ding, das man gemacht haben muss so? Süßigkeiten sind da drin und kleine Spielzeuge. Ist das eigentlich für Jüngere oder? Ich habe gar keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich stelle mir das gar nicht so spaßig vor. Die ganze Zeit rumzuboxen. Niemals. Hey. Oh my God. Miss Keisha. Oh my fucking God, she fucking. Warning.
Biohazard detected. Ah! Oh dear! This is madness. I'm getting out of here. Was passiert da? Someone help! She's gone mad! No! Stay back! Gordon! Was geht dann ab, Alter? Was ist denn das gewesen? There's a picture I took of you the first time I ever came here. Ah, look at you, so young and happy. Where do the years go? Alter, ich habe so viele Fragen, Alter. Ich bin so verwirrt nach diesem Video. When her spawn point is set at another guy's house. Das ist schon wieder ein Joke, wo Thomas wieder extrem lacht. Auch eine gute Idee, die man bei Thomas machen könnte. Alter, bei einem Fremden einfach. Würde ich nicht machen, aber ich würde es gerne sehen. Oh, es eskaliert wahrscheinlich wieder. Einfach die Schulleiterin. Alles, was man nicht treffen sollte, ist die Schulleiterin. Boom! Perfekt! So, basically, what was... Okay, er war kurz hier gegen ein riesiges Krokodil oder was? Ey, Godzilla und Krokodil. Ich will es mir mal mehr anschauen. War einfach zu schön. So, basically, what I was thinking of was, Es kommt jetzt. Lime on Shoes. Lime on Shoes. Jetzt weiß ich nicht mehr, was er wirklich gesungen hat. Lime on Shoes. Damn. Joa. Nein, jetzt wird die letzte. Boah, stressig. Beste Reaktion. Was macht der Junge da hinten? Oh, das ist, ich glaube, das wird harte Konsequenzen haben, glaube ich. Aber sehr mutig. Ich bin auf deiner Seite, Boy. Do it. Oh, heiß. Oh, was geht ab, Alter? Er tackelt ihn noch. What the fuck? Digga, was geht mit der Maus ab, Alter? Digga. Der Musik auch noch. Das ist so cool. Alter, das kann ich mir die ganze Zeit im Loop anschauen. Das nicht. Das ist ja richtig cool. Ist doch eine geile Maus gewesen, oder? Oder ein Hamster. Hamster-Maus, Alter. Ich verwechsel diese beiden Viecher jedes Mal. Fuck, boys. All of the drains are burst on fucking Ross Road. And all the fucking lids are popped off and all the water's gushing out, like, fuck. Oh my god, a car's just come past and absolutely dumped me, like, cunt. I had my window open. Fuck. Fuck. That oop all over the far water. Right, wife. Life good. Wife fight back. Kill wife. Wife gone. Think of wife gone. About wife. Me is sad. I will revenge her. Regret. Regret. Boah, die Katze ist ein bisschen übermästet, oder? Also, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Katzen, aber das sieht schon aus wie so zwei Katzen, oder? Oder nicht? Also, ich habe keine Ahnung von Katzen, könnt ihr mir gerne sagen. Sieht ein bisschen übermästet aus, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob die noch atmen konnte. Stressige Menschen, die stressig sind. Oh.
Warum war meine Klasse nicht so cool damals? Der Igel, Alter! Gut gemacht, Kleiner. Ich kann mich so viel bewegen. Aua! Rücken ist sauer. Der Igel hat es mal wieder maximal verwirrt. Kleiner Igel, du. Aber du bist so niedlich. Wir können dir einfach niemals böse sein. Wer kommt auf diese, wer macht dieses Foto? Hat er wirklich gelächelt? Er hat gelächelt. Cute einfach. Einfach ein Cutie.